Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 77. Und der letzte Part war nicht 75, wie ich gesagt habe. Wir haben unseren ganzen Kram geheatet, nachdem wir hier den ersten Teil der Meisterprüfung hinter uns gebracht haben. Und jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt. Das sieht aus wie ein Feuer-Hinox. Wie ein Feuer-Boy. Wie heißt er? Sag mal schnell. Ivarok. Bin mir sehr sicher, dass man hier Updrafts raussprengt. So, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir machen das einfach mit Pfeilen. Nicht so smart, weil wir gleich direkt auf seinem Körper landen. Okay, das war doch smart genug. Haben wir eigentlich unseren stärksten Bogen dafür ausgerüstet? So. Okay. Das war's. Hier gibt es noch Metallkisten. Ich weiß nicht, wofür wir die hätten benutzen können. Ich guck mal, was da drin ist. Flieg, kleiner Stern. Flieg. Oh, Pfeile. Das ist sehr gut. Ich meine, hierfür hätte man jetzt auch die Eispfeile nehmen können. Aber die sich dafür aufzuheben, wäre einfach ein bisschen mäisch gewesen. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Gerade mal, ob hier noch irgendwo Kisten oder andere Items im Boden versteckt sind. Sieht nicht so aus. Okay, dann weiter. Mal gucken, was wir jetzt finden. Oh, schon der nächste Checkpoint. Wow, okay, das ist schnell. Das hätte ich nicht erwartet. Zwei Feen noch. Okay, Chili. Das bedeutet, wir brauchen ein Kälteresistenz. Kälteresistenz essen gleich. Noch mehr Chili. Oh, eine Maxi-Rübe. Glutforelle. Wo ist die letzte? Da. Okay, Ausdauer. Schleichen, okay. Gut, das brauchen wir jetzt nicht. Na gut. Dann craften wir uns doch mal etwas aus den Chilis. So. 8 Minuten Kältestufe 1. Hitze in einem speziellen Organ. Kochzutat. Wärmt dich der Fisch von innen, das ist gut. Dann machen wir uns hier mal ein besonders starkes Kältefood. Für den Fall, dass wir eine mal 2 Resistenz brauchen. So, das ist natürlich blöd. Jetzt hätten wir die Glutforelle eben noch mit in das andere Gericht schmeißen können. Was soll's? In die Hand. Kochen. So, und jetzt haben wir noch Wild, Glutforelle, 3 Äpfel, rein damit. Ich weiß nicht genau, wie die Feen beim Kochen funktionieren. Ich meinte ja mal, das herausfinden zu wollen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Ist jetzt auch nicht wirklich tragisch, aber wäre cool zu wissen gerade. Gardeschild, what the fuck?
Okay, nice. Richtig gut. Was haben wir hier? Felsenspalter, Jesus Christ, was kriege ich denn hier für Equipment? Das ist ja nicht auszuhalten. Hylia-Gewand. Auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr Resistenzen gegen Angriffe ist immer gut. Okay, ich habe nichts übersehen. Wahrscheinlich liegen hier irgendwo noch Eier auf den Bäumen oder so, die ich hätte zum Kochen verwenden können. Aber ich glaube, wir sind, was Futter angeht, echt gut vorbereitet. Soweit, wir haben hier unsere Röstsachen noch, die wir eben schnell wegfuttern können. Hier noch Angriffsessen, Kälteresistenz, Max-Heilung dreimal und wir haben noch drei Feen. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir hier keine argen Probleme bekommen sollten. Das wäre zumindest mein Wunsch. Wir nehmen diese Lanze, einfach der Sicherheit halber. Und gucken, was uns als nächstes erwartet. Aha, Kältegebiet. Gut, wer jetzt gedacht? Ich? Haha. Die Frage ist, was für eine Kälte haben wir hier? Eine Kälte, die wir mit jeder Feuerwaffe zum Beispiel umgehen könnten. Das heißt, es reicht ein Frostresistenz 1 Essen. 8 Minuten, 4 Minuten. Ich glaube, wir nehmen das einfach. Dann können wir zumindest auf jede andere Waffe umswitchen wieder. Ohne, dass wir hier groß Probleme bekommen. Da hinten ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Ich erwarte noch irgendwie ein Monstercamp hier, ein kleines, aber es kann sein, dass das auch später erst kommt. Ne, da ist es. Als erstes möchte ich den angreifen. Dann den. Dann den. Trio-Exhal-Bumerang, den nehme ich auf jeden Fall mit, weil der ganz gut Schaden macht. Hier hätte man jetzt, wenn man vergessen hat zu kochen, hätte man jetzt hier was kochen können. Damage-Food könnten wir uns hier herstellen. Aber das lassen wir. Was ich nämlich noch gesehen habe, ist dieser Typ da hinten. Ich glaube, der zählt auch zum Monster-Count dazu. Stirb. Da ist noch einer. Das müsste es gewesen sein. Sehr gut. Wir beeilen uns hier ein kleines bisschen. Einfach, weil ich nicht genau weiß, wie viel Kältefood wir am Ende des Tages tatsächlich brauchen. Und also, was für eine Länge an Kältefood. Ich weiß nicht, wie lang diese Bereiche hier werden. Sowas zum Beispiel kann immer mal ein paar Momente länger dauern, so ein Camp auseinander zu pflücken. Ich verhalte mich immer erst unauffällig und bleib hinten. Da oben sieht mich erstmal niemand. Könnte von hier mit einem Bombensprung hoch, aber wahrscheinlich ist das zu übertrieben. Okay, das war blöd. Okay, der wollte mich sehen, hat mich aber nicht gesehen. Das ist gut, jetzt kann ich mir einen Feuerpfeil nehmen und irgendeinen dieser Gammelbogen hier. So, dann hätten wir den erledigt. Der gibt uns eine Duo-Exhal-Lanze, die ich gerne hätte. Weil die bestimmt... Ja, die macht ein bisschen mehr Schaden. Das ist echt nicht schlecht. Ich möchte meine Elektropfeile ausrüsten, weil ich nicht genau weiß, ob ich jetzt gleich irgendeinen Gegner entwaffnen müsste. Okay. Aus irgendeinem Grund kam der Lockruf nicht durch. Da bin ich sehr zufrieden. Eispfeile einige bekommen. Bitte fall nicht runter. Okay, das war's. Den Bockstock brauche ich nicht. Das wäre gut. Wenn ich es schaffen könnte, mich dem Großen da oben versteckt zu nähern, weil das ein Silberner ist und der macht verdammt viel Damage. Es sieht aus, als wäre er in Bereitschaft. Los, dreh dich zur Seite um oder sowas. Fuck,
Na, okay. So. Für genau diesen Fall habe ich meine Elektropfeile ja ausgerüstet. Ich möchte ihm am liebsten überhaupt gar keine Waffe geben. Das ist natürlich jetzt schwierig. Oh, was ist das denn für ein Lag gewesen? Okay. Ich glaube, dann nehme ich einfach seine eigene Keule gegen ihn. So, aber ich möchte diese Pfeile verwenden. Zweihandwaffen haben schon Stil. Oh, Mann, 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 Mann. Da gerade bei diesen silbernen Gegnern geht mir immer ganz schön die Pumpe. Man weiß nämlich nie genau, was sie für einen bereithalten. Unser Kälteschutz hält noch knapp 40 Sekunden. Das sollte okay sein. Also, fürs Erste, wir können ja gleich was Neues einschmeißen. Was haben wir denn jetzt hier? Okay, sieht nach Bogen-Action aus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Aber irgendwie erinnert mich das gerade an eine Situation, in der ich echt Probleme bekommen habe, weil hier einer von diesen Moblins oder Bogblins oder wer auch immer so einen Eisstab hatte. Ja, genau den. Stimmt, den hat er sich geklaut von dem Typen, weil ich den nicht aufgesammelt habe. Folglich werde ich jetzt, ich werde jetzt eine meiner Waffen, die ich nicht unbedingt brauche, wie diesen Stab hier zum Beispiel, hinten runterschmeißen. Werde mich dann mit einem letzten Feuerpfeil bewaffnet. Diesen Typen nähern. Werde den Polarstab definitiv mitnehmen. Weil das hat mich echt einmal einen Run gekostet. Wedeln, wie du willst. Meine Keule ist kaputt, das ist mir aber egal, weil ich habe immer noch den Polarstab und kann dich jederzeit wieder einfrieren. Hey du. Arschloch. Okay. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Ach ja, ich habe gar keinen Kältefood mehr aktiv. Ist aber nicht schlimm. Wir nehmen dann einfach mal dieses hier. Das sollte helfen. Ritterbogen nehme ich auch gerne mit. Was haben wir hier drin? Pfeile und Krams. Nee. Okay, den haben wir. Und das war's auch schon. Haha. Sehr gut. Ich glaube, viel mehr kann man sich hier jetzt sowieso nicht abholen. Ich glaube, das meiste haben wir. Könnte sein, dass da irgendwo noch ein, zwei Waffen rumgelegen haben. Elektrofässer.
Bin mir jetzt gerade echt nicht so sicher. Noch ein Ritterschild und ein Ritterschwert. Auch keine schlechte Sache. Gut, dass wir gerade einen Platz im Inventar frei hatten. Wir haben sowieso total krasses Equipment gekriegt mittlerweile. Also wir sind echt gut ausgerüstet. Jetzt darf man es nur nicht verkacken durch mieses Gameplay, aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Okay, ist das jetzt so ein Iceboy? Auch okay. Ich hoffe nur, hier sind nicht noch mehrere. So. Ich möchte gerne mal. Ich hatte doch hier irgendwo mal Holzscheite mitgenommen. Ich möchte den da hinlegen. Anzünden, weil ich glaube, hier kommt auch ein Updraft, wenn wir es richtig machen. Los, schmilz schneller. Warum ist das Holzbündel nicht? Natürlich auch diesen Kackbogen an. Oh. Na gut, das Gute ist, er hat jetzt gerade keine Arme und müsste sich erst wieder welche holen, um mir gefährlich zu werden. In der Zeit ist er bestimmt tot. Scheiße. Ja, das war blöd. Okay. Na gut. Ein bisschen Verlust haben wir gemacht. Ist aber okay. Kein großes Problem. Das war ehrlich gesagt sogar ziemlich gut. Und umso besser ist, dass wir halt eben die Rüstung auch haben. So, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas war. Bestimmt ein, zwei Pfeile, die ich daneben geschossen habe oder so. Wen kümmert's? Oh. Das ist ein Leune. Da bin ich mir sicher, einen meiner antiken Pfeile zu benutzen. Problem gelöst. Okay, das war ziemlich smart, möchte ich meinen, aber ich möchte sie definitiv sofort wieder abrüsten, weil ich kenne mich leider. Ich fange dann an, den nächsten Pfeil, den ich schieße, sofort als antiken Pfeil zu verballern und die sind hier wichtig. Also tatsächlich sind die sehr wichtig, gut, dass wir drei Stück haben. Zwei brauche ich auf jeden Fall, ich wusste nicht, dass hier noch ein Leune kommt, weil später kommt auf jeden Fall noch einer, an den erinnere ich mich. Oh, das ist cool. Schon wieder Checkpoint-Ebene. Ich sehe hier gerade keine Fee. Vielleicht gibt es auch keine, weil wir schon so viele haben. Ich möchte mich trotzdem vorher ruhig und entspannt durchs Terrain bewegen. Einfach, weil man nie wissen kann. Oh, sind das Maxi-Barsche? Meine Fresse, haben die Pläne mit uns. Rüstlinge. Okay, dann nehmen wir hier mal wieder irgendeine Keule oder die Axt hier. Okay.
Hier ist nichts mehr. Gucken wir mal in die Kisten, was wir da haben. Königsschwert, gerne gesehen. 36 Damage ist brutal gut. Den schmeißen wir mal raus. Ja, was haben wir denn hier, was wir nicht brauchen? Den Polarstab. Der kann nur gegen mich verwendet werden. So, das nehmen wir mit. Ich glaube, den Polarstab brauchen wir wirklich nicht mehr. Ich hoffe, wir kriegen nicht zu viele Waffen. Königsschild, das ist gut. Aber ich brauche mein Schild sowieso irgendwie gerade gar nicht. Königsbogen. Meine Fresse, haben wir Equipment hier rumliegen. Wenn ich mal mehr mit dem Schild spielen würde, würde das auch Sinn machen. Aber so gerade auf gar keinen Fall. Okay, dann fangen wir mal an, wieder Krams zu kochen. Ich erinnere mich daran, dass jetzt gleich noch eine ganze Ladung von Wächterkrams kommt. Glaube ich. Und da würde ich definitiv sehr gerne sehr viele Schilde haben. Deswegen bin ich gerade ganz froh, dass wir die haben. Und was wir wahrscheinlich brauchen könnten, wäre ein bisschen Rüstung. Für den Fall, dass wir uns hier irgendwie ja, verkalkulieren. Okay, plus 1 ist okay. Nehmen wir mit. So, dann haben wir hier Schwert und Schwert. Das nehmen wir noch. Das wird ein gutes Damage essen, glaube ich. Ja, kann man mitnehmen für den Fall, dass man das nachher noch brauchen sollte. Ausdauer aus irgendeinem Grund. Egal, nehmen wir. Vielleicht für den nächsten Bullet-Time-Move. So, Spurten, Schleichen, normal, Spurten. Dann machen wir noch ein Spurtessen. Acht Minuten Spurt, Stufe 1. Bin ich zufrieden mit. Das, das und das, warum auch immer, aber ist egal. Nehmen wir, weil wir es gerade übrig haben. Acht Herzen und Schleichen, so. Okay, unser Essensvorrat sieht gut aus. Wir können uns 5-mal voll heilen, haben 3 Feen. Bisschen anderen Krams. Schilde, Bogen. Waffen. Okay, ich glaube, wir sind wirklich gut vorbereitet. Ich nehme immer gerne Lanzen. Man weiß nämlich nie, was man für Gegner sieht jetzt im nächsten Teil. Ich bin aufgeregt. Gucken, ob das alles hinhaut. Was ist das hier? Ah, stationäre Wächter. Ich hoffe, die werden nicht alle gleichzeitig aktiv. Bitte, bitte. Okay, die kann ich nach und nach auseinandernehmen wahrscheinlich. Hey du. Oh Scheiße. Okay. Nein, er hat den Baum gekillt. Verdammt. Okay, das war blöd. Erster Schild ist weg. Ich verstecke mich jetzt hier irgendwo. Okay. Den haben wir. Rösteichel. Wow, da war ich zu spät. Ich überlege gerade, ob das ausreicht, dem nächsten Laser zu überleben. Ich glaube ja. Okay. Man weiß ja nie. So, das war der in der Mitte. Da hinten ist jetzt noch einer wach geworden. Und noch ein. Da liegt eine Kiste im Boden, die will ich haben.
Das ist gut, wir haben nämlich einen verloren. Hä? Ach, noch einen. Okay, und ansonsten haben wir hier keine Sachen mehr. Da hinten ist irgendwas am Brennen. Was ist denn das? Das mag ich mir gerade noch anschauen wollen. Ach so, okay, das ist natürlich auch witzig. Der Wächter hat ja den Baum gefällt. Wahrscheinlich hat er die Holzscheite ja, hergestellt quasi durch seinen Laser und dann ja, auch gleich angezündet, wenn man schon mal dabei ist. So, da gäbe es Pferde, die ich mir organisieren kann, um den laufenden Wächter da hinten zu bekämpfen in irgendeiner Form. Aber wenn das der einzige Wächter ist, der hier ist, dann ist das ja mal gar kein Problem. Hoffe ich zumindest. Okay, das war, glaube ich, der letztmögliche Frame, um das zu reflekten. So sah es zumindest aus. Ist hier noch ein? Ne, das war es schon. Glück gehabt. Möchte ich meinen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob hier noch wieder irgendwas versteckt ist, weil ganz oft hat man das hier, dass hier irgendwo Kisten sind oder so mit kleineren Hilfen drin, Schilden oder irgendwelchen antiken Pfeilen vielleicht sogar. Das wäre natürlich smart und richtig geil. Aber manchmal ist das nicht so. Oh Gott, hier ist jetzt aber auch keine Kiste an diesem Brunnen. Hier hinten auch nicht. Ich meine, man hätte jetzt dieses Pferd nehmen können und damit coole Pfeil- und Bogen-Action machen können. Aber nee. So, die Kiste möchte ich gerne zerstören. Ja, genau damit, mit Pfeilen. Ich denke mal, hier ist auch noch was drin. Noch mehr Pfeile. Ja, ja. Also man hätte es bestimmt schaffen können, diesen Wächter irgendwie mit Pfeilen und so fertig zu machen. Aber ist mir egal. Oh, wir sind eigentlich schon fast am Partende. Ich sollte mich ranhalten. Hoffentlich ist der Raum nicht zu groß. Verdammt. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir verpissen uns erstmal. Gucken kurz, was hier abgeht. Sieht aus, als wäre das nur ein Fliegender. Was auch okay ist. Okay, er sieht uns nicht. Hier beenden wir den Part. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder und lassen mal... Ja, lassen unserer Fantasie mal freien Lauf, wie wir ihn umbringen wollen. Wir hätten noch einen antiken Pfeil übrig für den. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Müsste mal gucken, ob wir mit Bullet Time nicht einfach seine Rotoren irgendwie kaputt bekommen. Mit den normalen Pfeilen oder mit Bomben oder mit was weiß ich. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart. Hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn wir den Rest dieser Prüfung machen. Und hoffentlich schaffen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und bis dahin. Ciao.